Ich wurde angespuckt, ich wurde angemacht, beleidigt, auch als ich klein war. Am meisten fällt uns auf, dass wenn wir Spieler aus anderen Bundesländern ansprechen und diese Spieler selbst einen Migrationshintergrund haben, dass sie, bevor sie überhaupt nach Thüringen ziehen, uns direkt fragen, wie werde ich hier leben? Wie weit werde ich mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert sein? Also es ist halt schon so wieder so ein komisches Gefühl, weil man davor immer gesagt bekommt, ja, wir kämpfen dagegen an, wir machen das so, wir müssen einfach nur schon Stärke zeigen. Aber wenn es dann so ist, dass man dann wirklich drüber nachdenkt, ja, wir müssen deswegen wegziehen. Und wenn das dann auch deine Eltern sagen, weil die keine anderen Möglichkeiten mehr haben, dann ist es halt schon krass eigentlich.